herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wage. Ja, ich bin schon mal nach Wellspring gefahren, habe die letzte Truhe an der Eichen, also am Eichenfundort auch noch gefunden. Wie gesagt, ich hätte es auch gerne aufgenommen, beziehungsweise ich habe es auch eigentlich aufgenommen, nur das Problem ist, es gab hier gerade ein klein wenig Probleme mit den Tonen im Spiel. Ich habe nämlich überhaupt nichts mehr gehört, auch im Video war nichts zu hören. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, dann fahre ich schon mal nach Wellspring und dann gucken wir uns das einfach an. Und vorher habe ich nochmal die Xbox neu gestartet, das lag wohl an meiner Xbox, das war wohl ein Bug. Weil wie wir hören, hören wir ja jetzt einen Ton. So, wir sollen mit ihm ein... Interessiert an einem Söldnerjob? Jo, ich bin Slackhead. Ich leite den Großteil des Karawanenhandels in Wellspring. Ich hätte dann einen größeren Auftrag, der einiges an Feuerkraft verlangt. Die Goon Squad hat Stilltown im Osten besetzt und alle Einwohner umgelegt. Nicht schön. Die Karawanenführer suchen jemanden, der unseren Außenposten von diesen Freaks befreien kann. Dort hat sich eine kleine Armee von Goons eingenistet. Wir brauchen also jemanden mit Erfahrung. Du siehst erfahren aus. Klar habe ich Erfahrung. Ich sehe es mir mal an. Ich hoffe doch mehr als das. Melde dich, wenn die Goons weg sind, dann schicken wir unsere Leute. Häng den Auftrag ruhig ab. Hab mich drum gekümmert. Hab schon davon gehört. Beeindruckend. Gerne jederzeit. Adios. So. Händler Cyberdog. Der Händler Cyberdog, ein Wellspring hilft dir dabei, dich permanent mit Argumentierung zu verbessern. Diese kannst du jeweils mit einer Lehmdrüse, einer Neuronenschnittstelle sowie einem Arctech-Kern kaufen. Hör zu, Mann. Ich will nicht mehr zurück. Du kannst mich nichts. Ich bin auf meinem Weg hier rein an der alten Ruine vorbeigekommen. Direkt am großen Riss. Dort war was. Ich habe schreckliche Geräusche gehört. Schmerzensschreie. Und Qualm kam daraus. Was geht da wohl vor sich? Dort spukt es, ganz sicher. Die Geister der Altwelt blockieren zurück, um uns das Leben auszusaugen. Ab sofort mache ich einen riesen Bogen um das Gebiet. Jawohl. Ich war da. Keine Geister weit und breit. Bloß ein paar Goons mit einer Rauchmaschine. Ach, echt? Wow. Und ich war mir so sicher. Dann kann ich ja vielleicht wieder losziehen. Danke. Okay. Chases ist besser als Bash. Habe ich recht? Es gibt nichts Besseres als Rennen. Überall heißt es Mutant Bash hier, Mutant Bash da. Ja klar, aber das ist kein Sport. Das ist nur Töten zum Vergnügen. Aber Rennen... Rennen sind echter Sport, ein Sport für Könige. Rennen sind was für zivilisierte Menschen, für denkende Menschen, für edle Menschen. Wenn du meinst. Du solltest es versuchen. Wirklich. Du solltest diese Pracht aus der Nähe erleben. Jemand wie du könnte dick ins Geschäft einsteigen. Sieh dich an. Schnelle Reflexe, fester Blick, grimmiges Auftreten. Perfekt für die edle Kunst des Rennens. Geh zu Chess Moraes an der Strecke. Er kümmert sich um alles. Denk darüber nach. Du könntest ein Star sein. Benzin im Blut. Okay. Ja, also, es ist schön, dass es denen auch schon aufgefallen ist, dass ich Star sein kann. Und dass der mich so toll beschreibt. Also, herrlich. Ach nee, Scherz, ne? Das war alles nur ein Scherz. Okay, gut, wir gucken mal. Heftklammer.
man nicht. Hier gibt es für jede Hand. Das ist so einfach. Hier um Cyberdog. Nee. Nächste bitte. Roten Augen. Sie hat ihr Sachen beigebracht. Schwings. Neugierig? Ich kann helfen. Hallo, ich freue mich so, dich zu sehen. Auf zu neuen Ufern. Nee, lass mal. So, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Sprich mit der Wache. Ja. Hat der gerade gerunzt? Alter. Ich wusste gar nicht, dass die Schweine rumrauen. Wo ist die Bürgermeisterin von Wildspring? Du bist zur falschen Zeit am richtigen Ort. Bürgermeisterin Hager und ihr Personal sind nicht zu sprechen. Du musst warten. Also bis morgen genau. Gar nicht. Warum ist etwas passiert? Nein, so wird es auch bleiben. Keiner kommt rein oder raus. Die Bürgermeisterin hat gerade größere Probleme als dich. Also, wie ich sagte... Fuck, was war das? Ich bin dein schlimmster Albtraum, wenn du es genau wissen willst. Ich sollte da hoch. Okay. Alles klar. So, herzlich willkommen zu einem erneuten Versuch, die Folge aufzunehmen. Ja, eben, also im Vorfeld war das ja das Spiel, was keinen Ton hatte. Dann habe ich die Xbox neu gestartet. Eben ist mir die komplette Xbox stehen geblieben. Also das heißt, das Spiel hat sich doch komplett festgefahren. Und ja, ich würde jetzt einfach mal behaupten, wir versuchen es nochmal. Und ja, ansonsten, wenn jetzt nochmal ein Problem auftreten sollte, müsste ich mal vielleicht die Xbox nochmal komplett vom Strom nehmen. Und vorher vielleicht nochmal Daten und Cache leeren. Aber, mal gucken. Wir versuchen es einfach nochmal.
sollte da hoch. So, mal gucken. Ich hoffe natürlich jetzt, dass das Spiel sich nicht wieder festhängt. Wäre schön. Oder zumindest ist die Xbox. Ja, wie gesagt, ich habe auch noch die erste Xbox One, die rauskam. Beeindruckend. Kannst du auch eine Kugel fangen? Lucem Helga, Bürgermeisterin von Wildspring. Früher spielte sie mit Wingsticks, heute zusätzlich auch mit Pistolen. Sie ist entscheidend für Projekt Dagger. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Ich bin hier wegen Projekt Dagger. Von diesem Projekt wissen nur sehr wenige Personen. Und du bist keine von ihnen. Crowley schickt mich. Crowley, wie? Crowley ist tot. Vineland wurde komplett ausgelöscht. Sie ist ein Hologramm. Ist schwer zu erklären. Ich bin Walker. Der letzte Vineland Ranger. Verdammt! Noch mehr Arschlöcher! Ranger, schalten wir diese Wichser auf, dann reden wir. Alles klar, machen wir doch. Wie ist die Lage da unten? Die gleiche, sie haben deine Leute umgenietet und ich sie. Vielleicht bist du ja doch zu gebrauchen. Marco Gons gesichert. Boss, ich weiß, dass sie im Augenblick nicht gut schlafen, also will ich sie auch nicht nachts stören. Gestern Abend haben wir auf Patrouille 4 oder 5 Kerle gesehen, die versucht haben, die Klippen auf der Südseite der Stadt zu entklimmen. Ich habe ein paar Männer geholt, um sie vom Felsen zu wischen, aber als ich mit meinen Leuten zurückkam, waren sie weg. Ich weiß nicht, warum sie auf einmal den Mut hatten, sich Wellspring zu nähern, aber ich schlage vor, dass wir heute Abend eine Wache aufstellen. Okay. Wirklich nicht übel. Kommst du wirklich aus Vineland? Ich komme gerade erst in Fahrt. Hä? Hier muss ja noch jemand was schießen. Und da hat... Update, südöstlicher Aufzug. Guten Abend, Bürgermeisterin Hager. Der Aufzug am Ostende der Stadt ist nun schon seit mehreren Monaten außer Dienst, aber ich habe letzte Nacht an der Tür gelauscht und konnte definitiv hören, dass dort unten etwas vor sich geht. Es klang wie ein Haufen randalierender wilder Kerle. Soll ich die Tür aufbrechen, sagen Sie einfach Bescheid. Ich habe noch ein paar Sprengsätze im Waffenschrank liegen und kann ein Team runterschicken, wann immer Sie wollen. So. Alles klar. Ein Kinderspiel. Du hast es echt drauf. Das muss ich zugeben. Diese Trottel sind Geschichte. Von so einer winzigen Siedlung hätte ich das nicht erwartet. Du bist anders. Können wir jetzt reden? Ja, reden wir. White Ferris, neues Büro. Hey Chef, ich habe mich gefragt, ob es Neuigkeiten zu meinem neuen Büro gibt. Ich verbringe meine Tage zwischen einem Müllcontainer voller Reste von Bloody Mary und einer Hütte voller Scheiße, die sowieso nach Leiche stinkt. Ich will mich nicht beschweren, aber der Gestank geht einfach nicht mehr aus meinen Klamotten. Ich schlafe inzwischen mit Maske. Ferris, alles klar. Warum nicht? Liegt hier noch irgendwo ein Datenpad rum, worüber ich mich amüsieren kann? Oder haben wir jetzt alles gefunden?
Verrätst du mir, was hier läuft? Dagger sollte die Obrigkeit ein für alle Mal aufhalten. Aber als Vineland sich abkapselte, fiel der Plan in sich zusammen. Ich bin mehr als gewillt, das Projekt neu zu starten. Aber wie du siehst, gibt es dringendere Probleme. Das sehe ich. Wer sind diese Typen? Angeheuerter Abschaum. Die Goon Squad. Jämmerliche Banditen. Wer schickt sie? Nur ein Arschloch hat genug Eier, um so etwas abzuziehen. Clegg Clayton, der reichste Wichser der Stadt. Er schielt schon länger nach dem Bürgermeisterposten, aber in letzter Zeit legt er sich ins Zeug. Er besticht die Funktionäre der Stadt, um Militärgerät an sich zu reißen. Darunter zentrale Teile für Dagger. Dann töte ich ihn und hole die Ausrüstung zurück. So funktioniert das nicht. Wir müssen vorsichtig sein. Zuerst muss ich wissen, wer ihn unterstützt. Außerdem müssen wir herausfinden, wo er die Ausrüstung lagert. Hast du einen Plan? Sein Ego ist so groß wie ein Ecopod. Aber das können wir ausnutzen. Wir müssen an ihn rankommen. Sein Vertrauen gewinnen. Und dann kannst du die Wanze an seinen Computer anbringen. Damit kann ich all seine Daten herunterladen. Wer ihn unterstützt, wer die Goon Squad versorgt und wo er die gestohlene Ausrüstung lagert. Clegg Clayton umgibt sich gerne mit den Reichen und Schönen. Sie lungern in seiner Siegerlounge herum. Wenn du einen Weg hineinfindest, dann schaffst du es auch, diese Wanze anzubringen. Gut, bin dran. Ausgezeichnet. Schnapp dir die Wanze, geh in Clegs Büro und bring sie an seinem Computer an. Alles klar. Und gut, dann habe ich hier noch ein Datenpad gesehen. Bibliothek von Wellspring. Bürgermeisterin Hager, ich wollte mich nur bedanken, dass Sie uns im Rathaus den Platz für unsere Büchersammlung zur Verfügung gestellt haben. Die Stadtbewohner sind immer noch schwer zu überzeugen, da viele von ihnen weder lesen noch schreiben können. Aber die Bilderbücher erfreuen sich bereits großer Beliebtheit. Unsere Sammlung wächst mit jedem Händler, der uns besucht, und ich kann es kaum erwarten, dass wir als nächstes bekommen werden. Alles klar. Bürgermeisterin Hager, unsere Kundschafter haben beobachtet, wie sich die Immortal Shrouded in den Scrablands niedergelassen haben. Die Frage ist nur, wie sie mit dem Mutanten-Crusher da draußen fertig werden. Mit Sackschädel, dem Peiniger. Er ist bekannt dafür, alles und jeden zu töten, der sich seinem Versteck nähert. Ich habe fast Mitleid mit ihnen. Was? Glaub, die kann er auch nicht wiederbeleben, ne? Aber man kann mit ihm ja auch nicht sprechen, das ist das Problem. Ich glaube, die ist tot. Ich hab gesagt, ich werde heute noch mal sagen, Kopfstein. Scheiße gelaufen, aber wie gesagt, man kann es auch nicht ändern. Wenn dann irgendwelche so eine Spasten kommen und einfach reinschießen. In der Menge. So. Komm her! Du bist zu spät! Du da! Toten Augen? Wer hat dir das beigebracht? Ja, du! Schillings! Seltener Pack! Ich habe deinem Herrchen schon mehr als genug geblecht. So darf mich keiner behandeln! Lady, ich bin kein Söldner. Schnauze! Söldner Abschaum!
und mach die Lauscher auf. Meine Bergungscrew gibt seit Tagen keinen Mucks mehr von sich. Macht sich garantiert die Taschen mit meinem Feldtrit voll. Dreckige Diebe, bestraf sie. Mach sie kalt und verstümmle sie für ihr Vergehen. Das Feldtrit kannst du behalten. Keiner hintergeht Glissens Success. Und jetzt zisch los. Husch, husch! Die Bergleute sind tot. Die Goon Squad hat sie erledigt. Verstehe. Tja, vermutlich haben sie es verdient. Dann sind wir hier fertig. Zisch ab. Null. Und ja, das Spiel hängt sich wieder auf. Oh Mann. Ernsthaft jetzt? Okay. Ja, ich würde einfach sagen, wir unterbrechen diese Folge. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.